Ja, ich freue mich jetzt vorstellen zu dürfen. Es kommt jetzt Qubit. Er studiert in Potsdam, was mit Software, wie er selber sagt. Im Chaos ist er halt viel als Fashion Ops unterwegs und er sagt uns etwas über die Fallstricke der Anonymisierung und hat da ein spannendes Fallbeispiel und gerade in Zeiten wie diesen, wo viel über Anonymisierung und Pseudonymisierung gesagt wird, ein großer Applaus auf die Bühne bitte. Ja, herzlich willkommen zu Fallstricke der Anonymisierung. Ich bin der Qubit und baue mit ein paar Kommilitonen eine Evaluierungsplattform für Lehrveranstaltungen an Hochschulen. Das Projekt ist jetzt fast 10 Jahre alt, heißt EVP und ist seitdem gern zitiert beim Thema Projektnamensgebung. Nein, also die Idee ist, Studierende bewerten dort Lehrveranstaltungen, die sie in dem Semester an der Universität belegt haben. Das ist eine gute Sache. So sieht es aus. Es gibt einen Fragebogen mit Ratings auf verschiedenen Skalen und so Freitextfeldern. Die Ergebnisse von diesen Ankreuzfragen können nach der Notenveröffentlichung alle sehen und die Dozierenden erhalten zusätzlich die Textantworten als Übersicht. EVP ist dazu gedacht, die Lehre zu verbessern. So, das funktioniert nur, wenn auch viele Leute mitmachen und ernsthaft Feedback gegeben wird. Und da spielen wirklich viele Dinge mit rein. Und eins davon ist für die Studierenden, die ja irgendwie in der Gunst der Lehrenden stehen, besonders interessant. Und das ist, sind meine Antworten da anonym? Also kann ich auf dieser Plattform Feedback geben, ohne dass für andere zu sehen sein wird, dass ich dieses Feedback gegeben habe? Disclaimer an dieser Stelle, anonyme Kommentare sind nicht unbedingt eine geeignete Methode für Feedback. Aber das ist das, was wir uns jetzt hier anschauen. Und die Dozierenden und wir haben damit auch gute Erfahrungen gemacht damit. So. Und unser Anspruch ist jetzt, ja, euer Feedback soll anonym sein. Wir wollen eine hohe Beteiligung und anonym ist nun mal gut dazu, die Hürde für Feedback nach unten zu setzen. Ja, dass die Hürde gering ist, sodass viele Leute mitmachen. Und wir müssen das auch richtig machen mit der Anonymität, denn so ein Vertrauen in uns als Betreiber dieser Evaluationsplattform, das lässt sich schnell verspielen. Und wenn da einmal rauskommt, dass da irgendwie Dinge nicht anonym waren, dann hat man erstmal sein Vertrauen verspielt. Gut. Wie machen wir das? Naja, die Plattform ist so gebaut, dass sie bei den Antworten nie die Autoren anzeigt. Ja, das ist jetzt so eine Ansicht, wie es für die Dozierenden wäre, wenn sie die Auswertung bekommen. Das ist einfach eine Liste aller Textkommentare ohne Autor und zusätzlich zeigen wir immer noch an, wer die Textantworten alles sehen kann. Sowohl den Leuten, die abstimmen, als auch den Leuten, die sich dann die Ergebnisse anschauen. So, und das ist doch super. Damit haben wir jetzt irgendwie Anonymität geschaffen. Die Autoren werden nicht angezeigt zu den Kommentaren und damit ist es ja irgendwie anonym. Oder? Naja, so. Man hat ja so einen eigenen Schreibstil, wenn man so Kommentare verfasst. Und die können einen verraten. Ja? Man baut ja auch über das Semester irgendwie eine Beziehung zu den Dozierenden auf, die lernen einen ja ein bisschen kennen und die lernen ja auch die eigene Meinung kennen und so kann man vielleicht über das, was man da schreibt, seine Identität preisgeben. Und das müssen die Leute wissen, wenn sie irgendwie ihren Evaluationsbogen online ausfüllen. Und das ist auch besonders bei kleinen Seminaren kritisch, denn da gibt es ja nur wenig Leute. Aber auch bei denen wollen wir ja Feedback sammeln. Was machen wir da? Naja, wir wollen ja das irgendwie nicht verfälschen, irgendwie Zusatzrauschen da reinpacken oder so. Stattdessen zeigen wir den Leuten eine Warnung an. Achtung, hier in dieser Veranstaltung gibt es eine geringe Anzahl an Teilnehmenden. Sei dir dessen bewusst, formuliere deinen Text vielleicht so. Ja, und zusätzlich haben die Leute die Möglichkeit, dass, wenn sie die einzigen wären, die Antworten gegeben haben, dass dann ihre Kommentare nicht veröffentlicht werden. Und so soll es eben möglich sein, zumindest dieses Problem ein bisschen zu reduzieren oder zu akzeptieren. So. Also jetzt sind wir glücklich, wir haben uns das irgendwie angeschaut, damit haben wir irgendwie Anonymität hergestellt, oder? Naja, das ist jetzt ein Punkt, da könnte man aufhören, sich die Sache anzuschauen. Was wir erreicht haben, ist ja irgendwie organisatorische Anonymität. Also das Tool zeigt die Antworten nicht an. Und das haben wir jetzt so organisiert, dass Anonymität herrscht. Das hat uns aber nicht unbedingt gereicht. Wir waren auch ein bisschen neugierig und wir wollten technische Anonymität.
Wir wollten also, dass es gar nicht möglich ist, irgendwie zu den Textantworten die Autoren zuzuordnen. Für welches Szenario ist das irgendwie interessant? Naja, Enter the Hacker, stellt man sich vor, dass unsere Seite angegriffen wird. Ja? Also jemand bekommt Zugriff nicht nur auf die Seite, wie die Dozierenden, sondern auch auf den Server, auf die Datenbank, auf ein Backup, auf einen Export. Und auch dann wollen wir, dass Anonymität herrscht. So. Das heißt, das Szenario, was wir uns jetzt anschauen, ist, dass ein Angreifer jetzt einen Datenbankdump oder Zugriff auf die Datenbank oder den Server erhält. Sobald dieser Angriff auf den Server erfolgt ist, kann der Angreifer natürlich irgendwie die Anwendung austauschen und dann immer mitschreiben, wer welchen Kommentar abgegeben hat. Aber für alle Daten, die wir bis dahin gesammelt haben, für die soll natürlich weiterhin Anonymität gelten. Zum Umgang mit Daten hat Maciej Ziglowski in seinem Talk Haunted by Data einen Vergleich angestellt. Er hat dort Daten mit radioaktivem Abfall verglichen und daraus drei einfache Tipps für uns abgeleitet. Und zwar über Daten: don't collect it, if you have to collect it, don't store it, und if you have to store it, don't keep it. Also schauen wir jetzt mal rein, wie wir das bei uns umsetzen. Ein einfaches Beispiel für das don't collect it habe ich hier. Früher haben wir Kerberos für unser Einloggen benutzt. Ja, die Nutzer haben in einem Nutzername- und Passwortfeld ihre Login-Daten der Universität eingegeben. Wir haben das dann mit dem Identitätsmanagement-Server der Uni abgeklärt und der hat dann gesagt, ja, der Nutzer darf sich einloggen oder eben nicht. Und dabei liefen die Passwörter auch über unseren Server. Mittlerweile nutzen wir einen OpenID-Provider. Da gibt es jetzt kein Passwortfeld mehr, sondern nur noch einen Knopf, wo man drauf drückt, um sich einzuloggen. Man wird zum OpenID-Provider geleitet. Der kümmert sich um dieses ganze Passwortgeschubse und sagt uns am Ende nur, der Nutzer hat sich eingeloggt als der und der oder die Nutzerin gibt es nicht. Ja? So, wir kriegen jetzt keine Passwörter mehr auf dem Server und wir haben quasi dieses Don't Collect It erfüllt. Wir können die Daten auch nicht mehr verlieren. Jetzt haben wir aber diese Evaluationsdaten. Wir müssen diese sammeln und speichern, weil das ist ja Sinn unserer Anwendung. Wir wollen sie auch später anzeigen. Aber wir können dabei auswählen, welche Daten genau wir speichern. Und hier haben wir ein ganz klassisches Problem mit der Nutzeridentität. Die Nutzer müssen sich authentifizieren und dann werden sie autorisiert, genau einmal abzustimmen. Keiner soll mehrmals Kommentare abgeben können und so irgendwie das Ergebnis beeinflussen. Aber jeder soll das Recht dazu haben. Jeder, der an der Veranstaltung teilgenommen hat. Aber nachdem die Nutzer autorisiert wurden, hier ihr Feedback zu geben, ab dann sollen sie anonym sein. Und alle Daten, die sie angeben, sollen ohne Bezug zum Autor sein. Und die klassische Lösung, die wir in der Welt zum Beispiel dafür haben, ist eine Wahlurne. Weil eine Wahl ist ja irgendwie genau das. Und da leistet eine Wahlurne genau das, was wir wollen. Auf einer Liste wird abgestrichen, wer zur Wahlurne herantreten darf. Und diese gruppiert dann die Antworten, die kommen alle in einen Haufen. Und so sind sie deidentifiziert. Ja, und damit ist es irgendwie nachvollziehbar anonymisierend. Wir wollen jetzt also unsere Anwendung so bauen, dass sie die Autorisierung sicherstellt, aber dann die entsprechenden Daten anonym sind. So, das ganze Projekt ist ein Django-Projekt mit dem Django Web Framework geschrieben und da haben wir so Models wie hier dargestellt. Ganz oben die Evaluierung. Das ist ein Modell, da gibt es eine Liste an Teilnehmern und dann eine Liste an Voters, also an Leuten, die schon abgestimmt haben. Darunter haben wir zwei Ergebnisobjekte. Einmal ein Rating-Answer-Counter, also ein Zähler, der zählt, wie oft welche Option bei einer Frage gewählt wurde. Und ganz unten so ein Text-Answer-Objekt. Und das ist hier sehr ähnlich zu Urne, denn nur bei der Evaluierung haben wir irgendwie eine Liste an Nutzern und die Antwortobjekte unten sind ohne Referenz zu irgendwelchen Leuten, von denen zum Beispiel die Textantwort kommt. Und das sieht gut aus, da können wir erstmal glücklich sein, weil wir haben ja jetzt nicht gespeichert, wer hier so eine Textantwort gegeben hat und das haut ihr erstmal gut hin. Oder? Naja, wir müssen ein bisschen tiefer graben. Wir nutzen Django als Web-Framework und das fügt jedem Objekt noch automatisch eine ID hinzu, die in der Datenbank als Primärschlüssel genutzt wird. Das ist auch gut und wichtig. Denn mit diesem Primärschlüssel, mit dieser ID, werden diese ganzen Beziehungen zwischen den Objekten überhaupt erst realisiert.
Das Problem ist, dass diese IDs immer automatisch eins weiterzählen. Also die erste Textantwort zum Beispiel bekommt ID 0, die zweite bekommt ID 1, die dritte bekommt ID 2 und so weiter. Das heißt, eigentlich sehen unsere Modelldefinitionen so aus. Jedes Objekt hat so eine ID, das ist ein Autofield, also diese hochzählende ID. Und das Problem ist jetzt, dass wir zum Beispiel Textantworten zusammengruppieren können. Denn diese haben aufeinanderfolgende IDs, da sie gemeinsam abgegeben wurden. Ja, wenn ein Nutzer seinen Fragebogen abschickt, dann sind da meinetwegen 5 Textantworten drin. Die kriegen dann zum Beispiel die IDs 23 bis 27, weil die alle zusammen reinkommen und der Zähler ja hochzählt. Und wenn sich dieser Nutzer jetzt durch seinen Schreibstil in der ersten Antwort und in der letzten identifiziert, dann kann jemand, der die Datenbank hat, auch sehen, dass alle Antworten dazwischen von diesem Nutzer stammen müssen. Aber besonders kritisch ist, man muss nicht mal unbedingt Zugriff auf die Datenbank haben. Denn wenn man sich da nicht weiter drum kümmert, wird auf unserer Seite, werden die Kommentare in der Reihenfolge, wie sie diese IDs haben, angezeigt. Das heißt, auch ein Dozierender, der hier mehrere Antworten identifiziert, kann wissen, von wem die Antworten, die dazwischen gelistet sind, stammen. Das ist jetzt schlecht, weil das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht, dass die Antworten, außer die, die sich wirklich selbst identifizieren, de-anonymisiert werden. Aber wenigstens sind ja nur die Textantworten betroffen. Ja? Diese Rating-Antworten mit den Zählern, die sind ja schon gruppiert, richtig? Naja, auch bei diesen Rating-Antworten kann man Personen zuordnen. Das ist nur etwas puzzliger, etwas schwieriger. Dazu schauen wir uns dieses Evaluation-Model nochmal an. Das hat dieses ID-Field, die Liste an Teilnehmern und die Liste an Abstimmenden. Und diese Liste an Abstimmenden ist ein Many-to-Many-Field. Ja? Das wird immer realisiert durch eine eigene Tabelle. Das kann man sich so vorstellen wie eine Liste an Evaluationsteilnahmen. Und auch die bekommen ja eine ID. Das heißt, wir können hier wieder aus den IDs ablesen, in welcher Reihenfolge die Leute den Fragebogen ausgefüllt und abgeschickt haben. Und wir wissen somit auch, wer der erste Voter war. Hier hat zum Beispiel Laura die geringste ID, die 42, und dann kommt Linus mit der 43 und so weiter. Das ist das erste Puzzlestück. Und das zweite ist, dass diese Rating-Answer-Counter nur bei Bedarf erstellt werden. Also wenn eine Option noch nie gewählt wurde, dann hat sie auch keinen Zähler. Aber auch die haben IDs. Und auch da lässt sich erkennen, in welcher Reihenfolge die Counter angelegt wurden. Es könnte zum Beispiel so aussehen, der Counter für die Antwortoption 4, wenn wir jetzt nach Schulnoten gehen, hat hier ID 101. Und die anderen beiden haben eine höhere ID, sind also später erstellt worden. Jetzt wissen wir, dass Laura zuerst abgestimmt hat und die Rating-Option 4 zuerst gewählt wurde. Und damit wissen wir, dass Laura die 4 gewählt hat. Und auch hier haben wir wieder diese Antwort, die ja nur aus so einem Ankreuzen bestand, auf einmal einer Person zuordnen können, auch wenn wir nur einen Zähler haben. Und das ist schlecht. Ja? Wir können quasi alle Antworten, die der erste Nutzer gegeben hat, rekonstruieren. Und mit ein bisschen Trickserei kann man das auch für die Nutzer machen, die danach kommen. Es wird dann immer ein bisschen unsicherer. Aber es geht auf jeden Fall für mehrere Personen, zum Beispiel vielleicht auch irgendwie für die letzte Person. Und das alles nur, weil wir diese Auto-Increment-IDs in den Objekten haben, die es uns ermöglichen, die Reihenfolge der Objekte nachzuvollziehen. Also was können wir dagegen tun? Naja, UUIDs to the rescue. Was ist das? Ja, das sind Universal Unique Identifiers, also eine Art standardisierte ID. Und die lösen unser Problem. Oder? Naja, so eine UUID Version 1 basiert erstmal auf einem Zeitstempel zu einem gewissen Anteil und liegt damit ja wieder in die Einführungsreihenfolge. Wir brauchen zufällige UUIDs. Und es gibt es auch, das heißt dann Version 4, reicht das? Naja, wenn wir so Zufallszahlen haben, dann kann man da vielleicht auch nachvollziehen, in welcher Reihenfolge die erstellt wurden. Wir brauchen kryptografisch sicheren Zufall, wo man dann im Nachhinein nicht sagen kann, in welcher Reihenfolge der Zufall da generiert wurde. Auch dafür gibt es eine Funktion und wir basteln uns das dann hier zusammen und sagen hier eine UUID Version 4 mit diesen 16 zufälligen Bytes. Diese Funktion nehmen wir und setzen sie in unsere drei Models ein als ID. Dann gibt es diese Auto-Increment-ID nicht mehr, sondern stattdessen diese UUIDs und jetzt können wir aus den IDs nicht mehr die Reihenfolge nachvollziehen. Super, jetzt sind wir doch glücklich. Oder?
Naja, wir graben mal ein bisschen tiefer. Diese ganzen Objekte landen ja irgendwann in einer Datenbank. Ja, dafür nutzen wir Postgres. Und Postgres trollt uns ein bisschen. Ja, warum trollt uns Postgres? Naja, schauen wir mal rein. Wir haben hier einen Codeschnipsel, da erstellen wir eine Tabelle Test mit zwei Feldern, ID und Text, und fügen da drei verschiedene Datensätze ein, immer mit so einer zufallsgenerierten UUID und den Texten Foo, Bar und EVP. Und jetzt können wir so einen Select machen auf diese Tabelle und siehe da, die Daten werden uns genau in der Einfügereihenfolge wieder ausgegeben, ohne dass wir irgendwie da eine bestimmte Sortierung fordern. So, das ist jetzt ein Problem. Wir müssen es irgendwie verhindern, dass die uns per Default so ausgegeben werden, wie sie eingefügt wurden. Was können wir dagegen tun? Naja, wir sortieren die Tupel auf Disk um. Da gibt es auch einen Befehl. Wenn man da in die Dokumentation schaut, findet man das Cluster-Command. Und das macht genau das. Es reordert die Tupels on Disk. Also erstellen wir einen Index, an dem man clustern kann. Das ist einfach die ID. Und clustern dann nach dieser ID. Und es funktioniert. Ja, wir haben jetzt hier geclustert, machen wieder dieses Select-Statement. Und siehe da, jetzt sind die Tupel per Standard erstmal nach dieser ID alphabetisch sortiert. Und damit sind wir doch jetzt glücklich, oder? Jetzt können wir auch aus der Datenbank nicht mehr die Reihenfolge, in der die Einträge eingefügt wurden, nachvollziehen. Oder? Postgres trollt uns wieder. Es gibt nämlich zusätzlich zu den Spalten, die wir erstellen, auch ein paar Systemspalten. Und eine davon ist die Xmin-Spalte. Aus technischen Gründen braucht man die zum Beispiel zur Isolation einzelner Datenbanktransaktionen. Und dabei wird für jedes Tupel, also für jede Zeile in der Tabelle, die Transaktions-ID der Transaktion gespeichert, die dieses Tupel einfügt. Also immer, wenn man eine neue Zeile schreibt oder eine Zeile ändert, dann wird nämlich einfach nur eine neue Version angelegt und das alte Tupel als alt markiert, kommt da eine Transaktions-ID ran. Und das Besondere ist, die ist aufsteigend. Also wie die IDs vorhin in unseren Django-Models, haben wir hier wieder aufsteigende IDs an unseren Objekten dran. Da ist vielleicht mal eine Ziffer übersprungen, weil andere Transaktionen in der Datenbank stattfinden. Aber das ist ja nicht schlimm, wir können es immer noch in eine Reihenfolge bringen. So, das kann man sich auch mit anzeigen lassen. Dazu muss man neben dem Stern einfach noch sagen, zeig mir das Xmin. Und dann können wir danach auch sortieren. Das braucht diesen Cast. Aber mit diesem Cast seht ihr, dass wir jetzt trotz der Clusterung unsere Texte wieder in der Einfügereihenfolge anzeigen können. Foo, A und EVP. Und das ist schlecht, ne? Jetzt haben wir wieder die Datenbank und haben wieder eine Reihenfolge, obwohl wir das ja geclustert haben und in der Anwendung eigentlich gar keinen Verweis mehr auf die Reihenfolge haben. Was können wir dagegen tun? Ja, nächster Hack. Unsere kritischen Tabellen, also zum Beispiel die mit den Textantworten, kriegen jetzt eine extra Spalte. Und die ändern wir einfach nur, um die Einfügereihenfolge so zurückzusetzen. Ja? Also da wird dann überall das Xmin auf den gleichen Wert gesetzt. Ich habe hier wieder einen Codeschnipsel. Wir fügen der Tabelle Test jetzt diese Spalte Toggle hinzu. Das ist einfach ein Boolean, den wir an- und ausmachen können. Und ich füge jetzt hier nochmal eine Zeile mit dem Text Hans hinzu. Der taucht jetzt, wenn wir selektieren und nach Transaktions-ID sortieren, ganz unten auf. Jetzt gehen wir aber mal los und toggeln das in allen Zeilen auf True. Und jetzt clustern wir die Relation neu nach unserem Index wieder, sodass das wieder alles nach der UUID sortiert ist. Und dann machen wir wieder ein Select und siehe da, die Xmin-ID rechts ist jetzt überall gleich von diesem Toggle auf True setzen und die Tupel sind wieder nach der ID sortiert. Super. Jetzt verrät die Transaktions-ID erstmal nicht mehr die Reihenfolge. Naja, halt, stopp, Achtung, wir dürfen die toten Tupel nicht vergessen, die es ja auch noch irgendwo im Speicher gibt. Wie viele es davon gibt, kann man sich anzeigen lassen. Ich habe hier mal die Abfrage dafür mitgebracht. Ihr seht da, die Live-Tupels sind 4 Stück, die 4, die wir gerade gesehen haben. Und die 4 alten Tupel, bevor wir dieses Toggle auf True gesetzt haben, gibt es auch noch. Die wollen wir loswerden, weil die geben ja noch die Reihenfolge preis. Was macht man da? Da gibt es auch einen Befehl für. Vacuum räumt in Postgres ein bisschen auf und entfernt unter anderem eben auch diese toten Tupel. Das machen wir und schauen dann wieder rein und siehe da tatsächlich keine toten Tupel mehr. So,
Jetzt haben wir es aber wirklich geschafft, oder? Jetzt können wir uns sicher sein, dass man die Reihenfolge nicht mehr nachvollziehen kann aus unseren Daten. Oder? Uff, naja, es gibt eigentlich noch so viel mehr Dinge, die man sich hier anschauen kann. Zum Beispiel die Webserver-Access-Logs, in denen irgendwie IPs verzeichnet werden, die Reihenfolge, in der auf den Webserver zugegriffen wurde. Oder auch die Datenbank-Logs. Postgres macht einen Write-Ahead-Log, einfach um ausfallsicher zu sein. Aber auch in diesem Log finden sich die Werte nochmal wieder in einer gewissen Reihenfolge. Dann die ganzen Backups, die wir von unserer Datenbank machen. Vielleicht auch bevor wir irgendwie geclustert haben. Aber auch der Vergleich von Backups auf zwei aufeinanderfolgenden Tagen kann etwas verraten. Wenn zum Beispiel von einem auf den anderen Tag Antworten hinzukommen, dann wissen wir irgendwas über die Reihenfolge der Textantworten. Diese ganzen Dokumente muss man dann irgendwie auch löschen, ja, weil die verraten ja was. Aber was ist denn Löschen überhaupt? Ja, in vielen Speichermedien bedeutet Löschen einfach, dass man Speicherplatz als unbenutzt markiert, dass der also überschrieben werden kann für andere Fälle. Das heißt aber nicht, dass man nicht mit irgendeinem Tool diese Daten doch wieder ans Licht bringen kann. Ja, ist also schwierig, aber ich möchte jetzt nochmal darauf eingehen, warum wir uns das angeschaut haben. Diese ganzen Maßnahmen dienen irgendwie der Datensparsamkeit. Und wir wollen Datensparsamkeit, weil, falls ein Angreifer an unsere Daten kommt, unsere Nutzer geschützt sein sollen. Ja, also in dem Fall soll eben nicht zuordnenbar sein, wer hier diesen kritischen Kommentar geschrieben hat. Aber wir wollen es unseren Nutzern auch einfacher machen, uns ihre Daten anzuvertrauen, uns ihre Meinung, uns ihre Kritik, die sie an den Lehrveranstaltungen oder was auch immer haben. Denn wir könnten ja auch irgendwann bösartige Intentionen haben oder die Leute, die sich nach uns um die Evaluierungsplattform kümmern. Oder wir können doch einfach einen Fehler machen, wir können doch einfach was falsch machen, irgendwas falsch konfigurieren, irgendeine E-Mail an den falschen Empfänger schicken. Davon sind wir ja auch nicht frei. Aber wir wollen den Nutzern einfach die Möglichkeit geben, uns so gut wie es geht zu vertrauen. Denn letztendlich vertrauen sie ja uns auch, dass wir die Software so betreiben, wie wir sie auf GitHub veröffentlichen. Das garantieren wir mit keinem technischen Mittel. Wir erwarten da einfach, dass sie uns das glauben. Nicht zuletzt wird bei uns der Server auch durch Studierende betreut, die ja auch Abstimmungen machen und damit die gleichen Interessen wie die Nutzer als Ganze haben. Sicherlich gibt es auch irgendwie Verfahren, das zu validieren, was da läuft, oder irgendwie Zertifizierung, aber das haben wir nicht. Und wenn man das ein bisschen weiter treibt, dann vertrauen wir als Betreiber ja auch nur darauf, dass die Frameworks und die Programmiersprachen und die Betriebssysteme und die Hardware, die wir nutzen, auch nichts Verwunderliches mit den Daten anstellt, die wir mit ihnen verarbeiten. Ein interessantes Beispiel dazu. Wir sagen jetzt mal, wir vertrauen dem Distributionsweg nicht. Also wir kennen die Sources dieser ganzen Projekte und wir vertrauen denen auch. Wir wissen, das ist irgendwie Open Source, da haben viele Leute drauf geschaut, das setzen viele ein. Aber wenn ich hier apt-get install mache oder was auch immer, dann vertraue ich nicht dem, was da rauskommt, was da ankommt. So, und was macht man in vielleicht genau diesem speziellen Fall? Ja, richtig, selbst kompilieren. Ja? Und warum dieser Ansatz vielleicht ein bisschen zu naiv ist für so ein Problem, was sich offensichtlich so leicht schildern lässt, das möchte ich mir jetzt nochmal anschauen mit euch. 1984 hat Ken Thompson dazu sich Gedanken gemacht und bei einer Turing Award Lecture quasi ein Hack beschrieben. Das Ganze heißt Reflections on Trusting Trust. Das Paper findet man im Internet. Es sind drei sehr interessante Seiten, auf jeden Fall lesenswert. Und wir schauen uns jetzt mal die ganz grobe Idee davon an. Also, wir haben hier unsere App und wir wissen nicht so richtig, ob die in Ordnung ist. So, wir wissen aber, die Source ist in Ordnung. Der vertrauen wir. Also gehen wir jetzt los und kompilieren unsere App. Und jetzt können wir ja aus der Source einfach das Binary erzeugen und sind damit erstmal zufrieden. Aber halt, wir haben das ja mit einem anderen Tool gemacht. Und zwar irgendwie mit dem C-Compiler zum Beispiel. Und wir haben ja gesagt, wir vertrauen der Distribution nicht so. Wir haben den C-Compiler ja auch nur irgendwo herbekommen. Also ist der nicht unbedingt vertrauenswürdig. Und es könnte ja sein, dass der genau für die App, die wir betreiben wollen, heimlich eine Schwachstelle einschmuggelt. Das ist irgendwie in der Binary von dem C-Compiler versteckt. Das können wir gar nicht erkennen. Gut, was machen wir? Gleicher Ansatz. Wir holen uns die Source für den C-Compiler
und bauen das dann auch. Aber womit haben wir jetzt den C-Compiler gebaut? Naja, auch mit dem C-Compiler. Aber dem vertrauen wir ja nicht. Und damit haben wir jetzt so ein bisschen ein Henne-und-Ei-Problem, das wir so ohne weiteres erstmal nicht aus der Welt schaffen können. In dem Paper ist das noch ein bisschen detaillierter beschrieben, schaut euch das gerne an. So, aber hier sind wir jetzt irgendwie auf ein Problem gestoßen, wo wir dann einfach Vertrauen haben müssen. Und ich höre jetzt hier mal auf, weil jetzt sind wir gleich bei einer Verschwörungstheorie. Ich möchte aber noch mal kurz zusammenfassen, was wir alles gesehen haben. Zuerst, Anonymität ist schwierig als Afterthought. Wir haben erst unsere Anwendung gebaut und erst dann tiefer graben wollen. Und es gab viel zu finden dabei. In der Informatik gibt es so viel Abstraktion zu durchschauen. Da muss man von Anfang an irgendwie klare Ziele haben, was Anonymität und Datensparsamkeit angeht, und die von Anfang an mit umsetzen. Weil sonst landet man in so einer Situation, wo wir jetzt sind, wo wir feststellen, wir haben irgendwie verschiedene Stellen, da haut es nicht ganz hin mit der Datensparsamkeit und der Anonymität. Als zweites, am Ende muss man auch Vertrauen haben. Technische Maßnahmen sind großartig und sind auf jeden Fall sehr zuverlässig, wenn man es richtig macht, aber sie decken irgendwie nicht immer alles ab. Ja, irgendwie müssen die Nutzer auch den Anbietern vertrauen. Zum Beispiel, dass sie die Software so betreiben wie angekündigt. Ja, oder wie beworben vielleicht auch. Und die Anbieter selbst vertrauen ja auch nur auf die genutzten Frameworks, Tools, Services, auf die genutzte Hardware oder auf irgendwie vertraglich gebundene Partner in der Datenverarbeitung. Es gibt Dinge, die können da helfen, dieses Vertrauen zu stärken. Das sind irgendwie Gesetze. Das ist Dezentralität, weil irgendwie die Angriffsfläche größer und unüberschaubarer wird. Und es sind auch Freundschaften zwischen Leuten. Also zum Beispiel kenne ich Leute, die betreiben Infrastruktur und ich nutze die halt gerne, weil ich den Leuten vertraue. Und zu guter Letzt, Wahluhren sind eine gute Sache. Und was meine ich damit? Naja, Verfahren, die überschaubar sind und bei Design wenig Daten sammeln, denen kann man viel einfacher vertrauen. Ja, und damit vielen Dank fürs Zuhören und danke an die Leute, die uns immer helfen, unsere Evaluierungsplattform mitzuentwickeln und all die, die so fleißig mitkommentieren. Euch viel Spaß beim DevOps noch. Unmuted. Ja, dann erstmal herzlichen Dank für den Vortrag und gehen wir in Medias Res in die Fragen. Warum werden die Nutzernamen überhaupt gespeichert und nicht nur ein Hash dieser? Dann wären die IDs auch nicht so kritisch. Wir haben darüber nachgedacht, wie wir das unabhängiger von den Nutzernamen machen können. Und ein Hash war damit im Gespräch, unter anderem auch einen Hash mit dem Passwort zusammen, um den Nutzern die Möglichkeit zu geben, im Nachhinein noch ihre Antworten zu ändern, ohne dass wir speichern müssen, wem die Antworten zugeordnet werden. Das sind aber Gedanken, die halt später kamen, nachdem die Plattform erstmal so entwickelt wurde, wie ich sie jetzt hier gezeigt habe. Das ist auf jeden Fall ein guter Gedanke, wir haben darüber nachgedacht, aber wir sind halt nicht, haben noch nicht angefangen, das irgendwie umzubauen. Aber es ist eine gute Idee, auf jeden Fall. Dann die nächste Frage. Dass bei jedem Hinzufügen von Daten der Wert einer Spalte, Toggle, alle Zeilen gleichzeitig verändert wird, klingt nicht so, als würde es gut skalieren. Gab es da Probleme? Probleme gibt es von der Performance bei unserer Größe noch nicht. Also wir sind irgendwie 600 Leute, die da mit evaluieren, also 600 Studierende. Aber ich kenne durchaus Leute, die sagen, wir bauen Anwendungen mit Postgres und wenn wir Vacuum machen, es geht nicht. Wir können nicht, auch nicht mal für 5 Minuten nachts um 4 unsere Datenbank abschalten. Ja? Wir hatten damit noch keine Probleme, aber ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, dass es bei anderen Anwendungen der Fall wäre. Wenn, dann muss man sich
ein anderes Setup überlegen. Ja, also irgendwie Copy on Write, Datenbanken, mehrere Instanzen und Mirrors und so weiter. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen sophisticated werden. Dann, wenn man diesen Feedback-Service bei sich an der Uni verwenden will, welche Zusatzservices braucht man jetzt insgesamt? Das ist eine Open-Source-Software. Ihr könnt das ist eine Django-App, die wird mit einem Postgres-Datenbank-Server betrieben. Man muss sicherlich irgendwie eine Authentifizierung da reinbauen. Also wir haben jetzt so OpenID-Provider und das ist bei uns so ein bisschen auf die Datenflüsse mit dem Studienreferat abgestimmt, Teilnehmerlisten und so weiter, wie die importiert werden. Aber man kann das sicherlich auch für seine eigenen Zwecke anpassen. In der Zwischenzeit ist ja hier auch ein Link sogar eingefügt werden, wo man noch weitere Informationen findet. Nächste Frage. Mit was für einem Tool hast du die Folien erstellt? Revealis? Sie sehen echt toll aus. Danke, die Folien sind von einem Kollegen aus dem Projekt, der den Talk in kürzerer Form mal an der Uni gehalten hat. Wir haben das da mit Google-Präsentationen gebaut. Shame on me, aber das ist halt historisch gewachsen, so diese Folien, ja. Steel with Pride. So, nächste Frage. Wenn man immer misstrauischer wird und nicht mal einem Compiler traut, könnte man auch gleich seinen eigenen Server basteln. Wie weit soll man am besten gehen, zwecks Misstrauen? Wann ist Misstrauen gesund und wann nicht mehr? Das ist eine ganz schwierige und individuelle Frage. Also dieses Paranoia-Level ist ja so beim CCC gefühlt generell ein bisschen höher. Ich glaube, das muss sich jeder selbst beantworten, wie sehr er Leuten vertraut oder Diensten oder Anbietern. Das kann ich nicht im Allgemeinen beantworten. Aber ich denke, eine gewisse Grundskepsis ist ganz gut. Ja, das führt eben dazu, dass Services vielleicht dezentralisiert betrieben werden, dass man sich selber mal einen Kopf macht, selber eine Nextcloud aufsetzt, anstatt irgendwie bei Dropbox die eigenen Daten zu haben zum Beispiel. Aber das ist letztendlich eine Entscheidung, die jeder selbst treffen muss. So, dann wird die Software an deiner Uni schon verwendet? Wenn ja, gibt es schon praktische Erfahrungen damit? Die Software ist seit 2011 im Einsatz, also fast 10 Jahre jetzt. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Also allein dadurch, dass sich die Studierenden selbst um die Weiterentwicklung kümmern, sind die Features eigentlich immer so, wie wir sie gerade brauchen. Das ist von der Usability sehr schön. Wir erhalten sehr hohe Rücklaufquoten. Also 60% der Teilnehmer schicken dann auch eine Evaluierung ab. Also wir haben wirklich gute, überdurchschnittliche Erfahrungen damit gemacht, ja. Aber das hängt auch wirklich mit einer Kultur, was Evaluierung angeht, an der Uni zusammen, ja. Also wir sind jetzt ein Informatikgebiet, da sind die Leute halt gut da drin, Feedback und Kritik und Fehler zu akzeptieren, vielleicht eher als an klassischeren Studiengängen, wäre jetzt meine Vermutung. Dann die nächste Frage im Rückblick. Welche Designentscheidungen würdet ihr jetzt anders machen, um Anonymität besser/leichter in Software umzusetzen? Was wir jetzt anders machen? Ich glaube, irgendwo sagt man auch, es sind nur Evaluierungsergebnisse. Die sind nicht so kritisch wie bei einer politischen Wahl zum Beispiel. Und das ist jetzt ein Ausgleich zwischen, wie praktikabel ist das Ganze zu programmieren und wie anonym ist das. Und ich finde, obwohl wir ja diese Schwächen haben, haben wir da trotzdem noch einen zufriedenstellenden Punkt gefunden auf dieser Skala. Aber wenn man da was Krasses braucht, dann, wie gesagt, von Anfang an überlegen, welche Technologien ermöglichen da mehr Anonymität. Und ich kenne mich gar nicht so sehr aus, in welche Technologien das machen. Ich bin da auch noch sehr am Anfang. Und wir sind da auch noch immer noch am Diskutieren. So, nächste Frage. Was ist mit anderen Systemspalten in der Datenbank, wie beispielsweise CTID?
Ich weiß nicht, was die CT-ID macht. Schreib uns gerne ein Issue ins GitHub. Wir sind da auf jeden Fall interessiert. Ich hatte gestern noch mal in das Datenbank Write Ahead Log reingeschaut, habe da auch nur einige Texte gefunden von denen, die ich da per Insert in die Datenbank gepackt habe. Also mit technischem Know-how immer her damit. Wir finden das auf jeden Fall spannend, auch wenn es nicht unbedingt in Erinnerungen an unserem System resultiert. So, die nächste Frage überspringe ich kurz, komme aber gleich nochmal drauf zurück. So, verrückte Mathematik, ups, jetzt verrücken die Zeilen. Verrückte Mathematiksysteme, die für Online-Wahlen vorgeschlagen werden, mal angeschaut, um das ohne Server-Trust zu realisieren? Also, die Frage ist jetzt, ob ich mir Systeme angeschaut habe, die ohne Server-Trust eine Wahl umsetzen wollen. Mit verrückter Mathematik oder dunkler. Mit verrückter Mathematik. Nein, stecke ich nicht tief drin. Okay. Online-Wahlen, digitale Wahlen ist aber auf jeden Fall ein Thema auch bei uns an der Uni und bei uns in der Nähe in Potsdam. Wir beobachten das auf jeden Fall als Chaos-Treff ganz eng. Ja, aber kenne ich mich mit den technischen Details nicht so aus. Nächste Frage. Kann ich nicht einfach jedem Benutzer meines Systems einen einmalig verwendbaren Token ausstellen? Jeder Student bekommt genau einen. Keiner weiß, wer welchen hat. Das kann man machen, ja. Ist wieder so ein Punkt von Bequemlichkeit. Ja? Jetzt kriegen wir einfach einen Export an allen Belegungsdaten, importieren das und es funktioniert. Ja? Jeder kann genau seine Veranstaltung evaluieren. Die Leute kriegen E-Mail-Reminder 2 Tage vorher, die Nacht vor Evaluierungsschluss. Wir müssen nichts in der Vorlesung austeilen. Die Dozierenden müssen sich nicht weiter groß drum kümmern, außer dass sie am Anfang einmal sagen, ich will die und die und die Fragebögen. Es ist einfach sehr bequem so. Aber man kann das auch mit diesen Tokens machen, ja. Nächste Frage. Wäre eure Abstimmungsplattform theoretisch geeignet, nach allen Anonymisierungsversuchen, um Wahlen / Volksabstimmungen durchzuführen? Nein. ich denke, du lachst auch schon. Ich denke, digitale Wahlen sind in sehr, sehr vielen Formen eine ganz, ganz schlechte Idee. Weil die Wahlurne das so gut macht, nachvollziehbar zu sein. Ja? Da gibt es nichts mit 3 Stufen, 3 Abstraktionstiefen weiter unten und da plötzlich kannst du wieder nachvollziehen, wer welchen Wahlzettel geschrieben hat. Sondern bei einer Wahlurne versteht jeder, wie die Anonymisierung funktioniert. Und es kann trotzdem jeder nachvollziehen, dass jeder nur einmal abstimmen durfte. Und diese Nachvollziehbarkeit, auch für Nicht-Techies, also auch für Leute, die sich gar nicht mit der Informatik auskennen, ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt für Wahlen. +1. Nächste Frage. Ist gute Sicherheit nicht ein Mix zwischen Usability und Sicherheit? Gute Sicherheit heißt, dass es mehr Aufwand ist, den Dienst zu knacken, als die Daten anders zu bekommen. Und Sicherheit oder Anonymität ist zudem nichts Absolutes, sondern etwas Relatives. Glaubst du nicht, dass viele zu viel Aufwand betreiben? Irgendwo muss man ja die Grenzen ziehen. Ich denke, das spricht genau diesen Punkt an, ja, dieses Spektrum von Usability und absoluter Sicherheit. Und also wir ziehen ja auch irgendwo den Punkt. Wir sagen ja auch irgendwo, ja, wir gucken uns das weiter an, weil wir es interessant finden, aber wir wollen nicht die Codebasis sprengen, nur um dieses winzige Stückchen mehr an Sicherheit und Anonymität zu gewinnen. Ja, also ich bin auch der Meinung, dass das keine Absolute sind, sondern dass man da sehr individuell entscheiden muss. Reicht im Grunde nicht die anonyme Fragefunktion von Moodle oder anonyme Zettel? Ja, kennen Sie das, wenn eine Fakultät historisch gewachsen ist? Ja, wir haben 10 Moodles an der Fakultät. Zettel sind totes Holz. Informatiker wollen nicht Zettel, sie wollen gerne technologische Lösungen. Und bei Wahlen dann vielleicht nicht und dann sind wir da vielleicht irgendwie an der Grenze. Das sind alles valide Alternativen, wirklich. So ist es bei uns geworden jetzt. Okay. Welche Punkte am aktuellen Stand der Software stören dich noch
und würdest du noch verbessern wollen? Bezüglich der Anonymität bin ich schon recht zufrieden. Ich glaube auch, dass alles, was man da mehr programmieren würde, nicht das Problem fixt, dass die Leute ja gar nicht wissen können, dass wir das auch so betreiben, wie wir es auf der Open-Source-Seite zeigen. Also ich glaube, das ist an der Stelle das viel größere Problem als an der Codebase selbst. Und von der Funktionalität der Plattform selbst, ja, wir sind so gewachsen, ich würde mir ein bisschen mehr Automatisierung von Erinnerungen wünschen. Ja? Also viele Dozierende lassen sich so Zeit, bis sie mal ihren Fragebogen bestätigen. Da bauen wir jetzt so einen Knopf, der einfach alle mal erinnert, dass sie doch bitte ihre Evaluierung einstellen sollen. Wie regelt ihr das Löschen der Daten? Wie lange bleiben die Antworten für die Lehrenden verfügbar? Die Antworten werden archiviert nach 6 Semestern in etwa. So Dozierende ändern ja auch ihre Veranstaltungskonzepte. Es kommen neue Leute dazu, sie verbessern sich. Und es sollen einfach nicht 5 Jahre alte Evaluierungsergebnisse einen großen Einfluss darauf haben, wie die Studierenden heute ihre Lehrveranstaltungen wählen zum Beispiel. Die Leute können aber sich ja einen Export machen, wenn sie die Veranstaltung noch sehen können. Also da haben wir nicht mehr so, also wir geben das ja weg und damit ist es erstmal weggegeben. Aber für Leute, die neu an die Uni kommen, die sehen immer nur die vergangenen 3 Jahre. Ja. Dann wird jeder Punkt der CIA-Triade erfüllt. CIA-Triade ist Confidentiality, Integrity und Availability. Die kenne ich nicht. Confidential, Integrity. Also Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit. Kannst du mir helfen, das zuzuordnen? Ja, ich denke mal einfach so, wie wird die Vertraulichkeit bei euch sichergestellt? Also vielleicht welche technisch-organisatorischen Maßnahmen habt ihr implementiert, um Daten irgendwo zu sichern vor unberechtigter Einsichtnahme oder vor unberechtigter Veränderung und dass die halt auch dann da ist, wenn man sie braucht? Ach so, naja, wir haben ein Gremium, das kümmert sich um diese Evaluierungsplattform. Da gibt es genau 2 Leute, die Admins sind und Zugriff auf den Server haben. Und genau 3 Leute, die Verwaltungszugriff auf die Plattform haben, also da die Veranstaltungen bearbeiten können. Dieses Gremium, das ist Teil des Fachschaftsrats. Das wird also auch gewählt aus der Studierendenschaft. Und ich denke, dadurch haben wir einen ziemlich demokratischen Ansatz, was die Kontrolle dieser Plattform angeht. Aber ja, wie sich das jetzt auf diese CIA-Triade bezieht. Ja. So, dann nächste Frage. Habt ihr darüber nachgedacht, KI zu nutzen, um den Schreibstil anzugleichen? Da gibt es Projekte zu. Damit wären alle Texte gleich oder ähnlich formuliert. Wir haben mal drüber nachgedacht, mit KI Beleidigungen zu erkennen, um die dann hinter einer Content Warning oder sowas anzuzeigen. Ja? Haben uns aber auch dagegen entschieden. Das ist kein großes Problem tatsächlich. Also manchmal wollen die Leute auch erkannt werden. Und ansonsten ist es mit dem Schreibstil, haben wir das noch nie als Problem wahrgenommen, das so groß ist, dass man sich da wirklich automatisiert drum kümmern muss. Ja, und wie gesagt, wir wollen das Feedback nicht verfälschen, auch nicht durch eine KI. Das ist uns irgendwie das höhere Gut an der Stelle.